Alles. Ich habe es jetzt noch nicht Multiplayer-mäßig gespielt, ist auch nicht so der Faktor, warum ich spiele, und jetzt heißt es fehlgeschlagen. Das ist halt. Oh nein, ist schon wieder falsch gedrückt. Ach komm. Das ist halt scheiße. Warum muss ich Erster werden? Ich habe doch Bronze, Silber und allen Scheiß. Warum muss ich hier Erster werden? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist einfach so ein Ding in Rennspiel. Du musst Erster werden. Ja, dann sei halt nicht so buggy teilweise. Also das ist halt echt das Problem bei so offenen Welten oder Open World Games, dass einfach immer wieder buggy Zeug passiert. Also irgendwie verbuggte Scheiße. Und deswegen, ja, komm. Um die Ecke, überhol den Arsch. So, jetzt bin ich erstmal Erster. Wenn der wieder auf 5 km/h da runterbremst. Ja, ist klar, ist klar. Ja, genau. Alter, die Zeit wird knapp. Was macht der Typ eigentlich? Ist wahrscheinlich auch gecrashed. Ja, Mann, so eine Scheiße, ey. Ach so, ich hab doch schon Nitro, wusste ich gar nicht. Das lädt sich ja mit der Zeit wieder auf, was eigentlich ganz cool ist. Wobei es ja eigentlich auch total unrealistisch ist. Es ist ja im Grunde Lachgas. Und Lachgas ist in Flaschen gespeichert, in Gasflaschen. Und die werden einfach nicht. Die füllen sich nicht von selbst auf. Das kannst du vergessen. Wenn du wieder auffüllbare Gasflaschen musst du schon zaubern können. So, der erste ist schon ein Stückchen weiter vorne. So, aber das. Aber der fährt sich trotzdem erstaunlich gut. Also sie haben am Fahrgefühl noch einiges verbessert, was ich echt klasse finde. Und ach ja, genau, in Frankreich, da war dann auch so eine große, das ist mir gerade nur eingefallen, so eine große Kapelle. Also, naja, Kapelle, man kann es eigentlich schon fast eine richtige Gruppe nennen. Es war so eine richtig coole Popgruppe. Und die Tussi habe ich gerade so abgesäbelt, bis zum geht nicht mehr. Und die haben, da habe ich mich in die Mitte gestellt mit der GoPro, schön, ich muss mal gucken, ob ich es, weil halt der Weitwinkel schon sehr krass ist, ob ich es in über 2K lasse oder ob ich es einfach ein bisschen auf Full HD runterskaliere, weil das Fischei oder das Fischauge, das macht halt schon einiges aus. Also die sind schon relativ weit weg teilweise, obwohl ich verdammt nah dran war. Und da war ich halt in der Mitte gestanden und die haben einfach gespielt, so um mich rum und auch teilweise zur Kamera. Und das war schon ganz cool eigentlich. War eine spontane Aktion. Ich habe da zwei Songs. Ich werde die beide auch hochladen. Und ich habe ja auch zwei Trailer gemacht. Deswegen, ihr könnt euch das Ganze mal angucken. Diese Trailer auch. Die sind auf meinem anderen Kanal, auf meinem Filmkanal sozusagen. Mütler Creation Films. Und ja, da könnt ihr euch das Ganze mal reinziehen. Ich weiß nicht, in der Videobeschreibung habe ich jetzt noch nicht gepackt, aber auf meinem Kanal, da könnt ihr mal gucken, unter Kanäle, da ist das der auf jeden Fall gefeatured. Und da werde ich die dann auch veröffentlichen, diese GoPro-Videos, weil, ja, GoPro werde ich hier auch einiges machen auf diesem Kanal, weil hier einfach die Abonnenten da sind. Beim anderen Kanal, da habe ich jetzt halt so um die 150 Abonnenten, weil ich da früher mal Trailer hochgeladen habe und die sind halt zu 99% noch da. Boah, ja, genau. Das ist ja. Boah, klar doch. Alter, die Zeit wird knapp. Ne, auf jeden Fall, das ist. Die meisten sind davon einfach noch von dieser Trailer-Zeit. Wo ich damals Trailer hochgeladen habe. Mittlerweile lohnt sich das ja echt nicht mehr, Trailer hochzuladen, weil einfach das Business ist ausgestorben. Trailer-Business ist tot. Also, weil mittlerweile die ganzen, zum Beispiel bei Filmen ist es so, die ganzen Filmfirmen, die laden die selber hoch und schalten keine Werbung drauf, und dadurch sind diese Trailer-Seiten einfach für den Arsch geworden, weil da muss man halt sich Werbung angucken und bei denen nicht. Und wie es bei Game-Trailern ist es so, das ist eigentlich ähnlich. Die Publisher laden ja mittlerweile selber ihr Zeug hoch und schalten da, ich weiß gar nicht, oftmals keine Werbung drauf, manchmal schon, kommt auf den Publisher drauf an, aber oftmals halt auch echt nicht, und das ist dann schon das ist dann schon angenehmer bei denen zu gucken, als sich dann ewig Werbung bei anderen anzugucken. Und vor allem, wenn die Werbung dann irgendwie so 20 bis 30 Sekunden geht und bei jedem Trailer, obwohl der Trailer vielleicht auch nur ein Teaser ist mit 17 Sekunden, das ist schon echt krass nervig. Und oh ja, du musst nicht mit deiner tiefen Stimme sprechen.
Und ich merke auch gerade schon, dass mein Hals echt relativ gereizt ist, obwohl ich gar nicht so viel geredet habe. Aber ja, ich bin auch leicht verschnupft. Deswegen kann es auch gut daran liegen. Ach nö, muss ich jetzt da rausfahren? Also hier in der Stadt scheine ich nichts mehr zu haben. Dann setze ich da mal einen Wegpunkt hin. Gibt es hier irgendwo in der Nähe irgendwelche, so eine Funkstation? Na hier, diese gibt es hier, aber das wird nicht die sein für den Bereich, schätze ich. Und hier gibt es eine. Na dann vielleicht doch, dann fahren wir doch da mal hin. Ich kann mir da ja einen schönen Wegpunkt setzen. Blitzreise. Dann gucke ich mal, ob ich diese Satellitenschüssel finde. Diese muss ja irgendwo in diesem Bereich sein hier. Ich fahre nach oben. Das ist nach oben, ist wahrscheinlich falsch. Nach links muss ich fahren. Nee, nach rechts. Okay. Boah, ganz schön verwirrend, ey. Hier soll irgendwo so eine Satellitenschüssel sein, oder wie? Im Ernst? Ja, verpisst dich mit falsche Richtung oder so. Wird das mir irgendwie angezeigt? Ich fahre jetzt mal darüber. Ich glaube, hier habe ich ehrlich gesagt schon mal gesucht. Nämlich in der Beta. Und habe es nicht gefunden. Okay, das ist die Road 66. Ich bin ja jetzt hier. Oh, natürlich kann ich hier wieder nicht durchfahren. Ich weiß gar nicht. Also ich habe es jetzt auch noch nirgends irgendwo eine gefunden. Vor allem natürlich geil, dass wir gerade Nacht haben. Ah! Okay, das wurde das letzte Mal nicht angezeigt, aber ich hoffe, dass das kein Auto ist. Die Satellitenschüssel da oben verrät eigentlich einiges, dass es sich nämlich darum eine handeln sollte. Ah, da, okay. Ey, das war in der Beta sicherlich noch nicht da. Das wäre mir doch aufgefallen. Bam, jetzt haben wir es. Jetzt ist der Bereich freigeschalten. Wie, das war's? Jetzt habe ich ja selber fast alles schon so gemacht. Naja, egal. Was? Ich fahre sicherlich jetzt nicht durch die Stadt. Das kannst du voll vergessen. Das lohnt sich gar nicht. Kann ich eine Kuh umfahren? Nee, naja, egal. So. Das ist auch ganz cool mit den Windrädern hier. Allerdings muss man sagen, bei den Windrädern, da fehlt schon ein bisschen Textur. Und es gibt so kleine Abstriche, die man halt schon machen muss. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt in Full HD läuft. Das kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber für mich sieht es in Ordnung aus. Das ist so, wie ich mir eigentlich. Klar, Next Gen ist natürlich schöner, aber es ist einfach dieser Detailreichtum, der einfach auf den Next Gen-Konsolen mittlerweile da ist. Und möglich ist, im Gegensatz zu den anderen. Und wenn es schon mal ein gutes Upgrade ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Deswegen, ich bin da nicht so, oh, das ist so schlimm, dass da sich so gut wie nichts verändert hat. Ey, scheiß drauf. Solange das Spiel einigermaßen schön aussieht. Wenn ich mir anschaue, Tomb Raider hat ja auch immer noch auf der 360 richtig geil ausgesehen. Wow. Ich muss nur auf diese Straße darüber. Komm schon. Der verliert ganz schön an Geschwindigkeit auf der Landstraße. Oder Landstraße. Das ist ja keine Straße. Ist ja eher so Waldweg. So. Jetzt fahren wir da mal schön straight drauf. Das sind, was, das sind 7 Kilometer jetzt ohne Scheiß?